Was geht, Freunde? Ich habe heute im Stream endlich mal das Game gespielt, was sich viele gewünscht haben, und zwar Bad Parenting. Wir haben in dem Game so ziemlich die schlechtesten Eltern Deutschlands. Vor allem unser Dad wird oft handgreiflich und das hat eine ziemlich tiefe Story. Das Game war sehr, sehr krass und hat am Ende einen ziemlich starken Plot-Twist. Schaut das Ganze auf jeden Fall bis zum Ende. Lasst sehr, sehr gerne ein Like, einen Kommentar und ein Abo da. Abonniert unbedingt den Kanal. Viele haben es noch nicht getan, obwohl das Ganze kostenlos ist und ihr dann keine Videos mehr verpasst. Kommt dann sonst auch noch gerne auf Twitch die Streams, um an den Chat teilzunehmen. Ich bin meistens 18.30 Uhr am Abend live. Bis dann und viel Spaß mit dem Video. Chat, viele haben sich das gewünscht. Und neue Rekordsche. Wir sind nach 3 Sekunden Spielstarten offiziell verflucht. Warte mal, gib mir so ein bisschen 80s Vibes. Charlie Chaplin. Mami, du bist endlich wieder zu Hause! Aber zu spät, wie du versprochen hast. Komm schon, ich war beschäftigt mit Arbeit. Warte mal, redet euch. Wessen Mom redet, so schreibt eine 1 rein. Warte mal, L Voice Actor. Kannst du nicht ein bisschen Verständnis haben? Okay, von manchen ist es so, okay, easy. Aber heute ist mein Geburtstag. Pre-Bun den gesamten Chat. Pre-Bun den gesamten Chat. Alles Gute. Okay, also ich dreh wirklich durch. Hört auf. Es kann nicht sein, dass hier wirklich Leute im Chat sind, die mir dauerhaft gratulieren. Ich dreh wirklich durch. Chat, wenn noch einer schreibt, du hast es schon mal gespielt, bann ich ihn weg. Ich mein's ernst. Chat, wirklich, ich fass es nicht. Ich kann nicht mehr. 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 Ich dreh langsam durch. Ich brauch ein Stück Wasser. Ich brauch ein Stück Wasser. Ich kann nicht mehr. Ich pack das nicht mental nicht mehr mit euch. Aber heute. Nein. Aber heute ist mein Geburtstag, Mami. Oh, oh. Natürlich. Ich weiß das. Ihr wollt mir sagen, meine Mom hat meinen Geburtstag vergessen? Wo ist mein Geschenk? Oh! Hast du jemals von Mr. Rotgesicht gehört? Nein, Mami, habe ich nicht. Am Geburtstag von guten Kindern, die sich gut benehmen, kommt Mr. Rotgesicht heimlich in ihr Zimmer, während sie schlafen, und lässt Geschenke da. Okay, also die Zahnfee von Wish bestellt, ich verstehe schon, okay. Wirklich? Ja, und wir Trottel von Sohn glauben das noch. Natürlich. Wenn du dein Geschenk haben willst, dann musst du jetzt sofort ins Bett gehen. Okay, Mami, ich geh sofort ins Bett. Oh. Chat, seid leise, der sieht nicht aus wie ich. Ist das mein Dad? Du verarschst das Kind schon wieder. Wie oft bist du schon so spät nach Hause? Oh, betrügt meine Mom meinen Dad? Ja, das wird nicht gut enden. Ich war arbeiten und meine Schicht endet immer spät. Sure, Chat. Sure. Safe endet die Arbeit einfach nur spät. Stimmt nicht! Denkst du immer noch, ich bin ein Volltrottel, hä? Oh, du nennst mich gerade kleines Stück Scheiße? Dann hör mir mal zu, Sid von Ice Age. Wie wär's, wenn ich deine verdammte Kartoffelnase mal herziehe und mir mal 2, 3 Klatscher erlaube? Wir werden sterben. Okay, Dad, ich geh schon ins Bett. Oh, warum gibt der mir so ein Side-Eye? Wer denkt, meine Mom wird jetzt sterben? Oh, Sevens. Oh. Unser Bett ist eine Ma... Okay, wer hat die Tür geschlossen?
Unser Bett ist eine Matratze auf dem Boden? Yo, Elterntje, was ist das für ein Zimmer? Warum ist es wirklich die gute Nachtmusik, die ich immer gehört habe, Chad? Warte mal, schreibt eine 1 rein, von wem das auch immer die gute Nachtmusik war. Warte mal! Jo, das ist ein Banger. Ich glaube, das werde ich wieder zum Einschlafen hören. Ich mein's ernst. Ah! Was war das? Nur das Gewitter, Chat. Alles easy, aber was sind das für Schritte? Wer ist denn das? Wir haben nichts gesagt. Ist das Mr. Redface? Ich schlafe, Chat. Wir machen die Augen zu. Denkt ihr, mein Dad hat sich als Mr. Redface verkleidet? Sind meine Geschenke da? Mr. Redface hat mir eine Puppe gebracht, Chad! Was ist ein Loser? Grow up. Oh, ich weiß ganz genau, was hier... Die Puppe kann mit mir reden? Das bist du aber in schöner. Hi, ich bin Ron. Okay. Ich wurde durch Magie kreiert. Cool. Wollen wir zusammen Spiele spielen? Ich mag Wippen. Oh, er hat denselben Namen wie uns und sieht... True, er sieht aus wie uns sogar. Wählen wir das eine Voodoo-Puppe, wir werden sterben. Oh ja, GG, das war's. Wie wär's, wenn wir die Puppe sofort verbrennen? Nein, wenn wir sie verbrennen, verbrennen wir auch. Wir sind tot. Warum ist sein Genick so nach drüben? Es ist in Ordnung. Manchmal macht mein Master Fehler. Es ist einfach nur ein kleiner Fehler im Vergleich zu den anderen Puppen. Okay. Das, was wichtig ist, dass ich dein bester Freund ab sofort bin. Champ, wir haben endlich einen Freund. Ich hatte noch nie Freunde. Das klingt super. Wollen wir was spielen? Mein Master hat meine Spielzeuge im Schrank gelassen. Klar, ich öffne gerne den Schrank. Der Schrank ist abgesperrt, Chat. Klar, ich probier's nochmal. Wollt ihr mir gerade sagen, ich bin zu schwach, um den Schrank zu öffnen? Mach mal den Schrank auf. Oh, was denkst du, probiere ich gerade zum zweiten Mal? Tut mir leid, Ron, ich kann es nicht öffnen. Warte mal, Ron. Wisst ihr, wie dumm das ist? Ich nenne meine Puppe so, wie ich heiße. Das ist so, wie wenn ich mit dem Nasenspray reden würde, das Marco heißt. Tja, das ist absolut idiotisch. Soll ich was anderes machen, Ron? Ich hab Hunger. Du bist eine Puppe, kannst du überhaupt essen? Nein. Oh, also wir müssen essen und dann ist die Puppe satt. Heißt, wenn es die Puppe am... Ihr wisst schon... Okay, ich werde nichts sagen, Chat. Sus. Was? Pause, ich werde Chat. Ihr vergesst alles, was ich gerade sagen wollte. Er hat alle Emotionen und Gefühle verlinkt. Okay. Okay, Chat, also der Master, der die Puppe erstellt hat, hat angeblich alles verlinkt, also verknüpft. Okay, dann gehen wir wohl essen, Chat. Wie wär's, wenn... Oh, also mein Dad ist scheinbar Alkoholiker. Yo, Eltern, Chat, was ist denn das, ein Zettel? Wenn du den Zettel liest, um 1 Uhr mittags... Dann hast du verschlossen. Oh nein. Du liest diesen Zettel um 1 Uhr mittags.
Stimmt's, Schlafsocke? Schlafmütze? Wie haben wir erst eine Schlafmütze? Ich hab dir ein bisschen was Essen vorbereitet im Kühlschrank. Heiz es auf, erwärme es, bevor du es isst. Okay. Ja, wir haben ein bisschen zu wenig gegessen, Chat. Passt. Mhm. Ja, gar kein Problem, haben wir uns selber. Und wir sollen noch irgendeine Medizin nach dem Essen nehmen, stand da. Okay. Okay. Tja, dann machen wir uns mal das Essen warm, hä? Im Ofen oder in der Mikrowelle? Jo, wie alt sind wir? Wir sind 6 Jahre und machen uns selber schon Essen in der Mikrowelle. Als ich 6 war, habe ich noch McDonald's gegessen. Okay, Essen ist fertig, dann essen wir, oder? Ist das dein Lieblingsessen? Soll ich dir einen Zaubertrick zeigen? Ja, zeig ihn. Okay, ich werde dafür sorgen, dass dieser Teller von Essen niemals leer wird. Zeig's mir. Jedes Mal, wenn du fertig bist mit Essen, wird der Teller sich sofort wieder auffüllen. Okay. Was eine Loserpuppe, das stimmt auf gar keinen Fall, Chat. Er kann zaubern. Okay, wie hast du das gemacht? Kannst du noch was? Das ist die Weinflasche von Das ist die Weinflasche von meinem Dad. Die sollten wir besser nicht trinken und nicht zerstören, weil sonst wird er ziemlich sauer. Der Splitter ging in mein Gesicht. Sag mal, hast du noch alle Latten am Zaun? Sag mal, funktioniert's bei dir da oben im Schädel nicht mehr richtig? Der wird mich killen! Chat, arbeitet zufälligerweise jemand von euch im Supermarkt? Dann schreibt eine 1 rein, weil ich glaube, ihr müsst einen 6-jährigen Alkohol verkaufen. Im Game. Ich glaube, ihr müsst einen 6-jährigen In-Game Alkohol verkaufen. Wer arbeitet im Supermarkt? Weil sonst wird mein Dad mich killen. By the way, natürlich alles In-Game-Chip, bevor ich von Twitch gebannt werde. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Du warst dran schuld. Okay, wenn du nicht möchtest, dass ich eine Schere aus dem verdammten Bart hole und deinen Arm abschneidet, Volltrottel, dann wirst du besser auch gleich vor meinem Dad reden. Und so große Töne spucken und ihnen das erklären, dass du dran schuld bist. Chat, wetten wir, die Puppe redet nicht, wenn meine Eltern da sind? Ich könnte schwören. Ich hoffe, mein Dad schläft noch? Mein Dad ist zu Hause. Ist mein Dad arbeitslos? Dein Dad? Ja, mein Dad. Okay, was meinst du mit, dein Master hat mein Dad weggebracht? Warte mal, was meinst du mit, dein Master hat mein Dad weggebracht? Wo ist mein Dad? Hey, hör mir zu, Murmelauge. Wenn du mir nicht gleich meinen verdammten Dad zurückbringst. Hacker Fassler, spreizt sich deine Beine, aber pause, Chat, was? Pause, was? Vergesst alles, was ich gerade sagen wollte. Okay, mein Dad soll angeblich weg sein. Ist das das Zimmer von meinem Dad? Rennen? Warum soll ich rennen? Wie ist die Puppe auf einmal hier? Du warst doch gerade noch in der Küche. Wo ist mein Dad hin? Wie ich dir gesagt hab. Mein Master hat ihn weggebracht. Oh, okay, und wo ist er? Hey, das ist kein Spaß jetzt. Wo ist er? Chat, mein Dad hat das letzte Mal 1970 das Haus verlassen. Da muss wirklich was nicht stimmen. Weil dein Dad eine schlechte Person ist. Er schlägt dich oft und schreit dich an. Ja, aber er ist trotzdem mein Dad. Eltern wie diese gehören abgeschafft und weggebracht.
damit mein Master Kinder wie dich beschützen kann. Chef, was sagt ihr, W oder L Master? Jo, wir sind mit 6 Jahren alleine zu Hause. Marco allein zu Hause. Aber das ist einfach zu viel. Mein Dad hat es nicht verdient. Er ist eine schlechte Person. Nein, ist er nicht. Bitte lass mein Dad wieder gehen. Ich flehe dich an. Okay. Aber mein Master gefällt das nicht. Das ist ein ziemlich langer Weg, damit du dahin kommst, wo dein Dad ist. Du wirst eine Abkürzung nehmen müssen. Und wenn du da rein willst, Oh, wir müssen eine Abkürzung nehmen, okay. Dann zeig mir den Weg. Ich unterhalte mich in der Puppe, Chat. Wenn du das irgendeinem zeigst, die denken wirklich, ich habe einen Dachschaden. Wer dachte schon davor, ich habe einen Dachschaden? Schreibt eine 1 rein. Ich glaube, das macht den Kohl auch nicht mehr fett. Das macht auch keinen Unterschied mehr. Die Abkürzung ist durch deinen Schrank. Hey, witzig, Loser, wenn mein Schrank abgesperrt ist! Sollen wir die Polizei rufen? Leitung abgekappt. Jo, wie machst du das, dass du dich immer... Das ist, glaube ich, Top 2 der dümmsten Fragen, die ich 2024 und 2023 jemals zusammengestellt bekommen habe. Sag mal, hast du keine Augen im Kasten? Du siehst doch, dass ich die Tür nicht öffnen kann! Einer schreibt in seiner First-Hand-Message, dein Vater ist Milch holen. Ich meine, er hat einen Punkt, Chef, was sagt ihr? Vielleicht ist mein Dad doch einfach Milch holen und die Puppe verarscht mich. Vielleicht träumen wir auch. Nein, wir träumen nicht. Warum hat das gerade so geklatscht? Das hat sich ja absolut abscheulich angehört. Das ist... Mach es nochmal. Chat, ihr wird sowas nicht gefördert. Mir ist die Hand nur einfach nur abgerutscht. Beruhigt euch. Ich wollte mein Headset kurz vom Ohr wegnehmen und ich bin abgerutscht. Ich weiß nicht, was ihr meint. Ich denke, wir müssen den Schrank von deinen Eltern nehmen. Okay. Dann nehmen wir den Schrank von meinen Eltern. Kein Problem. Sollte nicht meine Mom oder so mal zu Hause kommen, Chat? Die ist schon wieder viel zu spät hier. Okay, dann nehmen wir den Schrank von meinem Dad. Du solltest wissen, dass in diesen Schränken die Schränke funktionieren wie Portale. Okay, sie bringen mich überall hin, wo ich will. Okay, ich vergesse es. Okay, dann gehen wir da, wo mein verdammter Dad ist. Okay. Ich soll es probieren? Sag mir nicht, dass der Schrank jetzt... Ich werde die Puppe verbrennen. Ich mein's ernst. Da ist nichts drinnen! Oh, du hast recht. Ich hab vergessen. Ich muss jetzt wieder ein paar Schritte machen. Jetzt wieder ein neues Ritual. Ich wirklich nach den ganzen Spielen, ich werde irgendwann offiziell verflucht. Okay, ich muss irgendwelche Schritte noch befolgen. Bring den Radio von seinem Dad hin und mach ihn an vor dem Schrank. Okay. Check! Der Radio funktioniert wie ein... Okay, der will mich wirklich an der Nase herbeiführen. Will mich an der Nase herbeiführen. Wie heißt... Chat, nein, warte mal. Jetzt ist mal wirklich einfach. Ich weiß nicht, wie es heißt. Der will mich an der Nase... herumführen? Er will mich an der Nase herumführen. Er will mich an der Nase rumführen. Alle sagen herumführen. Ist es wirklich herumführen? Rumführen? Und Marvin, mein Mod, schreibt, er will mich an der Nase veräppeln. Chat, soll ich ihn entmorden? Ich dreh durch. Okay, Leute sagen, es heißt herumführen. Okay, Chat. W-Chat. Der Radio funktioniert wie ein Knopf bei einem Aufzug. Du musst aber erstmal eine Frequenz auswählen. Okay. Wenn du die richtige Frequenz auswählst, dann wird sich die Tür öffnen und du kannst zu dem Ort gehen, wo du hin willst. Okay, wir testen's. Ja, das hört sich nach dem Urwald an. Wenn mich nicht gleich ein Gorilla frisst, weiß ich auch nicht. Ist es? Wo meint der? Okay. Tja, wer war das eigentlich? War das Redface?
im Meer. Wow! Hey, kann man sie kennenlernen? Ich werde die Puppe verbrennen, ich mein's ernst. Was meint ihr mit 1 zu 1? Das soll richtig sein. Auch wenn ich hier lebendig rauskomme, ich werde dich köpfen. Jeff, wir haben eine neue Sidequest. Wenn ich hier... Ich suche meinen Dad. Ich suche meinen Dad. Der soll hier sein. Beschreib ihn. Alkoholiker, groß. Glatze. Augenabstand circa wie von Sid Ice Age. Und er ist Bruce. Yo, ey, Beschreibung, Bruce! Was soll die Katze damit anfangen, Bruce? Jeder zweite Typ heißt Bruce in Amerika! Oh, wer hätte es gedacht? Ich habe eigentlich schon alle Details gesagt. Chat, ihr bitte bewerten. Was sagt ihr, guter Bruce oder schlechter Bruce? Good oder bad? Und die, die gut sagen, haben einen an der Waffe, ich mein's ernst. Mein Dad ist die Art von Person, die halt ein bisschen sauer auch mal wird und ein bisschen... Ja. Auch mal aus der Haut rausfährt, okay? Verstehen Sie, wie ich mein? Also, ja. Also ist er ein schlechter Bruce. Lass mich schauen. Sorry, ich hab's über meine Lippen gebracht, ich mein's ernst, tut mir leid. Es sind zu viele schlechte Bruces hier. Bitte beschreib es noch besser. Er schreit oft. Manchmal schlägt er mich auch. Und slap. Yo, was? Was slap? Okay. Und? Das war's. Und natürlich gibt es nur einen einzigen Bruce, der so schlimm ist wie meiner. Okay. Sollen wir unseren Dad wirklich retten? Ist das Feuer? Ah! Hey, die läuft Rotze aus der Nase, voll Trottel. Erschrick mich noch einmal und ich schmeiß ihn ins Lagerfeuer hinter dir. Okay, den werde ich eine neue Frisur rasieren, ich mein's ernst. Chat, nur wegen dem Typen, zweite Sidequest, markiert die auf eurer Liste. Wir werden nur für den Typen nochmal hier zurückkommen und die Frequenz auf dem Radio einstellen und ich rasiere ihm eine neue Frisur, ich mein's ernst. Labert der mich hier voll, lass mich hier durch, ich will zu meinem Dad da hinten. Wer seid denn ihr Trottel? Guckt ihr den Linken an. Okay, also ihr sucht eure Eltern und das Einzige, was ihr macht, mich erschrecken. Radier dein Grinsen aus dem Gesicht, Trottel. Sehe ich so aus, als würde ich mit solchen Losern wie euch abhängen wollen? Geh mir aus dem Weg, Loser. Was ein Idiot, Chad. Ich muss euch beeilen, mein Dad, der leidet, ich muss durch die Tür da hinten rein. Die Katze hat mir die Tür geöffnet. Okay, wir sehen dich später. Ja, ich hoffe mal nicht. Tja, was für Idioten. Was meinen die Leute mit 1 zu 1? Oh, und mein Dad trinkt scheinbar nicht mehr nur noch Alkohol, sondern hat sich auch gewisse andere Substanzen nasal eingeführt. Dad? 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 Dad! Bitte, hör auf. Mich. Zurück.
Oh, ich bin's, dein Sohn! Bitte, auf! Mir weh zu tun! Was hat er dir angetan, Dad? Dad, jetzt red doch mit mir! Ich bin's! Scheinbar ist mal wieder im Sommer geschneit, ich dreh durch. Dad, das haben wir jetzt schon tausendmal durchgemacht, jetzt komm von der Couch runter! Wir müssen nach Hause! Soll ich meinen Dad hier lassen? Schreib eine 1 rein, ich dreh durch. Jo, was soll ich machen? Wie soll ich ihn retten? Ist das seine Kreditkarte? Jetzt kann ich mir endlich so viel Süßigkeiten kaufen, wie ich will. Oh nein, es ist ein Zettel, wo Buchstabier draufsteht. Oder Zauberspruch. Ah! Ich hab meinen Kiefer gebrochen, ich mein's ernst. Ja, GG zum Chat, ich hab meinen Kiefer gebrochen, glaube ich. Ich hab meinen Kiefer ausgerenkt. Hab ich meinen Kiefer ausgerenkt, Chat? Ja, Kiefer. Oh, meine Mama hat mich gefunden. Ich wollte nur ein bisschen Verstecken spielen mit meiner neuen Puppe, die gleich rechts beim Fernseher steht. Wir haben Verstecken gespielt, die Puppe, die mir Mr. Redface gebracht hat. Und wir sagen das absolut Dümmste, was man einer Mutter sagen kann. Ich kann jetzt schon den nächsten Satz predikten, dass sie entweder sagt, du hast nicht mehr alle Latten am Zaun, oder dass sie sagt, ich Volltrottel soll schlafen gehen, oder ich absoluter Idiot habe vergessen, die Pillen zu schlucken, Chat. Wer sagt, ich sollte mir im Real Life auch mal Pillen holen? Oh. Das ist gut? Was meinst du, das ist gut? Hast du schon wieder einen neuen am Start? Ich mach keinen Spaß, Dad ist wirklich weg. Das ist eine lange Geschichte, ich kann dir nicht alles erklären. Wie geht's deiner... Oh, sie kennt Ron schon? Ron geht's gut, der ist gleich neben dir. Warte mal, jetzt mal Real Talk, woher weiß sie was von der Puppe? Und Chef, wir absoluten Idioten haben vergessen, die Pillen zu schlucken. Es ist nicht das erste Mal, dass du vergessen hast, die Pillen zu nehmen und solche Halluzinationen hast. Jedes Mal erzählst du eine andere Geschichte. Aber es ist jedes Mal der Hauptfaktor, diese absolute Loserpuppe. Kannst du dich mal daran erinnern, an die letzten Male? Nein? Ich weiß einfach nicht, was los ist mit dir. Chat, irgendwas verheimlichen die. Geh einfach ins Bett. Es ist mittlerweile schon Mitternacht. Warte mal, wir sind doch gerade erst aufgestanden. Es war Nachmittag. Den Tannenbaum für Weihnachten haben wir auch schon gesichert, Chad. Ab ins Bett. Was war das? Bilde ich mir das ein oder schwebt da die Puppe? Bilde ich mir das ein oder schwebt mitten im Raum die Puppe? Wir gehen einfach schlafen, Chad, ha? Wir gehen. Chat, mein Herz hat mindestens 69 rückwärts alles gemacht. Ich mein's ernst, das war's. Was ist passiert, Sohn? Geht's dir gut? Mami. Mami. Mami.
Geht's dir besser, Sohn? Ja, Mami. Mit Mr. Redfe... Alles gut. Morgen werde ich bei dir zu Hause bleiben. Ich nehme mir frei von der Arbeit. Ich habe noch ein paar Überstunden übrig. Und dann passe ich auf dich auf. Yo, W-Mom-Chat. Wirklich? Meine Mom hat das noch nie gemacht. Versprich mir, Mama. Sie hat es noch nie gemacht, Chat. Warte mal, das ist das erste Mal, dass sie jetzt von der Arbeit zu Hause bleibt. Ich verspreche dir. Yo, ich wusste doch, dass meine Mom nett ist, Chad. Wenigstens ist meine Mom das gute Elternteil. Jetzt geh zurück, schlafen. Werde ich machen. Schon wieder morgen, oder was? Mom? Mom? Sie hat schon wieder das Versprechen gebrochen, Chad. Sie hat schon wieder das Versprechen gebrochen. Mom? Sind das die Pillen? Mom? Sind sie vielleicht bei mir im Zimmer, Chad? Die Puppe. Bin ich verletzt? Was passiert, Chad? Was ist dir passiert? Mein Master. Mein Master hat mich windelweich geprügelt. Er war nicht so glücklich darüber, was ich gestern gemacht habe und was passiert ist. Tja, wir hätten nicht zu unserem Dad gehen sollen. Es tut mir leid, es ist mein Fehler. Übrigens, hast du meine Mom vielleicht irgendwo gesehen? Mein Master hat sie weggenommen. Okay. Und auch zu meinem Dad gebracht? Es ist einfach passiert, ich konnte nichts machen. Chad, ich werde der Puppe den Hals umdrehen, ich mein's ernst. Es tut mir leid, ich konnte nichts machen. Haben wir da auch so eine Rotzglocke hängen? Oh nein, Chad, es tut mir wirklich leid, vergesst die letzten 5 Sekunden. Es tut mir leid, Chef, vergesst die letzten 5 Sekunden. Wer sich jetzt gerade übergeben muss, das tut mir leid. Du solltest wegrennen, weil er wird zurückkommen und dich auch mitnehmen. Nein, ich muss meine Mom und meinen Dad retten. Was? Hast du nicht gesehen, was er mir angetan hat? Kratzen wir uns am Auge. Warum? Chad, seid ehrlich, einzeln, Chad, wen auch die Wunde bei dieser Puppe auf der linken oder rechten Backe an das Minecraft-Steak erinnert? Seid ehrlich, achtet gleich drauf. Warte mal, wir haben auch eine Wunde, seht ihr das? Wir haben auf der rechten Backe, von uns aus gesehen auf der linken Backe auch eine Wunde, seht ihr das? Achtet gleich drauf. Ich glaube, vielleicht können uns der Zettel mit Spell helfen. Das ist der Zauberspruch, um Mr. Redface zu besiegen. Komm schon, wir müssen schnell reingehen und dann gehen wir dahin, wo deine Mom ist. Man sieht's nicht mehr, Chad, es sah wirklich... Yo, im YouTube-Video spult zurück und schreibt's in die Kommentare, ich mein's ernst. Das sieht aus wie ein Minecraft... dieses Minecraft-Steak. Warum steht da Klopapier? Okay, in welchen Schrank sollen wir gehen? In meinen? In den von meinem Dad? Und Gigi, willkommen zurück in den Bett. Katze? Mami! Seht sie euch an.
Die Gummibärchenbande auf Mission, hä? Und, sind die Windeln voll? Wusste ich doch, dass sie nichts zu bieten haben, die Idioten-Chat. Ist da meine Mom? Da ist die Puppe. Mami! Schnell, schmeiß den Zauberspruch rein! Und dann verdeck dich! Wie wirft man den? Da passiert nichts. Wow, wir haben jetzt einen Zettel reingeworfen, wo Zau... Die Puppe! Was passiert mit dir? Mein Master ist besiegt worden. Wir haben den Master besiegt. W zu den verdammten Chef. Wir haben ihn besiegt. Das heißt, er stirbt auch. Nein, nicht Ron, die Puppe! Löst du dich in Luft auf? Mach dir keine Sorgen. Das ist das, was ich wollte. Yo. Du solltest rausgehen und schau dir deine Eltern an. Haben wir sie gerettet? Meine Eltern! Oh mein Gott, Mama, Papa, ich hab euch so vermisst! Ihr seid wieder zurück! Mom! Ihr seid endlich wieder frei! Oh Dad, ich habe gestern den gelben Gut im Judo gemacht. Willst du es wirklich drauf anlegen? Oh, das machst du kein zweites Mal, Dad. Hörst du mir zu? Yo, L Dad in Chat. Du hast eine Affäre, ha? Huh? Ich hab dir gesagt, ich war beschäftigt mit der Arbeit. Lieg darin! Du hast diese Familie für einen anderen Mann hergegeben. Fühlst du dich nicht beschämt, ha? Dass du deinen Sohn anlügst? Was ist mit dir? Denkst du, du bist besser als ich? Mom, bitte, Dad, beruhigt euch. Du bist einfach nur zu Hause, kommandierst mich das ganze Jahr rum, ha? Was für eine Art von Vater bist du? Egal, was ich mache, es ist mein Anliegen. Hä? Ich bringe immer noch das Geld nach Hause, um mein Kind zu unterstützen. Und was machst du, fauler Sack? Du hockst nur zu Hause auf der Couch, frisst deine Loser-Chips und trinkst dein Bier. Sag's ihm, Mom! Und wenn du immer noch denkst, dass ich eine bin. Ja, und ich glaube, das ist ein 07 für die Mom. Ah! Okay, wir werden uns scheiden. Einer von uns muss aus diesem Haus raus. Wenn du morgen immer noch hier bist, nehme ich meinen Sohn und hau ab. Du bleibst genau hier stehen. Dad, was hast du getan? Und wieder hockst du an der Flasche. Und wieder hockst du an der Flasche, Dad, hä? Warte mal, ist es die Szene? Wenn jetzt die Glasflasche zerspringt, ist es genau die Szene mit der Puppe davor.
Wenn jetzt Dad aka Redface in mein Zimmer nach links geht, sind wir offiziell gekocht. Ja, ich glaube, der Schwenker ging ein bisschen nach links. Was meinst du mit nein, nein, nein? Du wurdest Hä? Oh, durchleben wir in einer anderen Perspektive, was mit uns passiert ist? Sind wir in einer Endlosschleife? Die Puppe! Dein Schrank. Ich glaube, du kannst ihn jetzt öffnen. Bin das ich? Warum weiß ich nichts darüber? Du hast es schon immer gewusst. Weil ich bin die Person, die alles weiß von dir. Du hast versucht, die gesamte Zeit diese Dinge abzulehnen und nicht zu akzeptieren. Und hast die ganze gesagt, das sind ausgedachte Geschichten, damit du dich besser fühlst. Über dich selbst und über deinen Dad. Und ich habe einen Weg gefunden, dich zurück in die Realität zu bringen. Ich habe sehr, sehr oft probiert. Viele Wege probiert, dass du es endlich akzeptierst, die Wahrheit. So einfach, wie es nur geht. Und jedes Mal habe ich es nicht geschafft. Oh, er probiert uns immer wieder zu erklären, was wirklich mit meinem, oder wer wirklich mein Dad ist. Er probiert uns immer zu erklären, was mein Dad wirklich für eine Person ist, und wir haben es einfach nicht akzeptiert und können es nicht akzeptieren, dass mein Dad eine schlechte Person ist, und glauben ans Gute in den Menschen. Und jedes Mal verkacken wir wieder. Und mein Dad hat mich umgebracht. Also ist das quasi, also mein, okay. Wie lange bin ich denn schon tot? 14 Tage. Das kann nicht so lange her sein. Was ist wirklich mit meinen Eltern passiert? Dein Dad versteckt sich in dem billigen Motelzimmer. Oh, Fears to Feather Musik gar nicht gut. Ist das die Puppe, die auch den schiefen Kopf? Geh nach Hause mit mir, Dad. Und was mit meiner Mom? Sie besucht mich doch noch, oder? Da hast du recht, aber sie ist erst ziemlich spät zu Hause. Und wenn es Tag ist, dann was? Oh, wir spielen jetzt als Mom. Sohn? Sohn! Sie hat uns gefunden, wie wir tot im Schrank sind. Und das ist die Polizei. Polizeidetectives, meine Mama hat's denen erzählt. Weißt du vielleicht, wo dein Mann sich aufhält momentan? Was war das? Sie haben was verloren, Ma'am. Ist das der Spell? Das ist der Spellzettel, wartet mal.
Es ist eine Motelkarte? Aber ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt meine ist. Also haben wir in einer anderen... Also, das ist die Tür aus der anderen Dimension. Also wann haben wir es dann doch geschafft jetzt am Ende, oder was? Yo, das ist eins zu hoch für mich, ich mein's ernst. Und dadurch wurde mein Vater gefunden und nachdem er mich umgebracht hat, Yo! Und wir werden beerdigt. Yo, oh, Sevens in Chat. Yo, oh, Sevens in Chat. Also haben wir es doch geschafft. Seht ihr, ich hab ihn ins Feuer gepackt. Nein, Siri, ich hab den nicht! Ungünstigster Moment, wo die Siri angeht. Ich hab ihn wirklich ins Feuer gepackt. Sidequest abgeschlossen, Chat. W Game. Das ist ein Ende, wo man ein bisschen rausdenken muss.